Hi, wir sind Jasmin und Alex vom Reiseblog Pocket Full of Memories und aktuell auf Weltreise. Zurzeit befinden wir uns in Südafrika und nehmen euch in diesem Video mit auf die Garnwood. Vom Tsitsikamma-Nationalpark. Hier sind wir gerade und sind auch schon einen Wanderweg oder zwei Wanderwege entlang gekommen und stehen hier oben gerade am Lookout-Viewpoint und es ist echt fantastisch. Ja, wir sind den Mouth Trail hochgewandert und es ging eigentlich vollkommen klar. Also wir haben jetzt knapp eine Stunde, glaube ich, hier hochgebraucht. Ja, vielleicht ein bisschen länger und sind über eine Hängebrücke gelaufen. Das war richtig cool. Ihr lauft an richtig tollen Landschaften vorbei. Die Wege sind gut ausgebaut. Hier am Ende müsst ihr Treppen hochlaufen, aber es ist richtig toll und die Aussicht lohnt sich total. Ja, beziehungsweise ein bisschen muss man hier am Ende auch kraxeln. Da unten ist man gestartet und es ist auf jeden Fall eine grandiose Aussicht, also gönnt euch das auf jeden Fall. Ja, total. Es kostet 15 Euro Eintritt, hier in den Nationalpark zu gehen. Ihr habt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Kajak zu fahren, das kostet dann extra. Aber ansonsten gibt es auch super viele Möglichkeiten. Es gibt auch längere Wanderungen, wir haben uns jetzt für eine kürzere Wanderung entschieden, aber die können wir definitiv empfehlen. Auf der Garden Route möchten wir euch das Wabak Nature Reserve empfehlen. Wir sind ein paar Meter gegangen und trotzdem ist die Aussicht schon überwältigend. Das Ganze kostet 3,25 Euro ungefähr Eintritt, also vollkommen in Ordnung und hat einfach eine traumhafte Aussicht. Wir haben noch super viele Tiere hier beim Wabak Nature Reserve gesehen, eine ganz klare Empfehlung. Wir haben Robben gesehen und das richtig, richtig viele, sowohl an Land als auch im Wasser. Wir haben ein Hai gesehen, wir haben Wale gesehen und eventuell sogar Delfine. Ja. So schön. Einfach traumhaft schön. Also die Ausblicke hier, die kann man echt genießen. Wenn ihr hinkommt, vergesst nicht euer Fernglas oder eine Kamera mit Fokus, also mit Zoom, dann seht ihr auch auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, aber es lohnt sich auch so, also kommt hier auf jeden Fall hin. Definitiv. Im Hintergrund, ihr seht jetzt schon, hier sind absolute Traumstrände, egal wo man hinguckt. Es gibt richtige Sanddünen, über die man rennen kann oder nochmal laufen kann. Wir sind drüber gerannt. Es ist wirklich toll, also kommt hier auf jeden Fall hin.
Neisner befindet sich der Neisner Elephant Park. Ihr seht schon im Hintergrund, wir sind gar nicht so weit entfernt von 5 Elefanten. Ja, denn die leben hier in dem Neisner Elephant Park und man kann die besuchen, man kann mit denen spazieren gehen hier, denn die bewegen sich halt frei durch die Gegend und man kann einfach mal ein bisschen mitgehen, wenn man Lust hat. Das ist richtig cool, weil sie sind halt nicht hinter Zäunen, wir sind nicht hinter Zäunen, wir gehen halt zur Seite, wenn sie näher kommen. Ja, das ist richtig schön zu sehen. Also vorhin waren noch mehr Grüppchen da, jetzt waren wir jetzt zu dritt hier unterwegs, das war richtig toll. Und vor allem, wir werden heute Abend hier übernachten. Ja, und dann sollen wir wohl auch einfach das Gehege, beziehungsweise da, wo sie dann schlafen, sehen können. Und ich bin echt gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ja. Wir werden es euch zeigen. Eine Dreiviertelstunde vor Kapstadt befindet sich Betty's Bay und hier solltet ihr anhalten, wenn ihr richtig coole Tiere entdecken möchtet. Hier gibt es nämlich super viele Pinguine. So cool! Ja, einfach Unmengen. Also überall, wo man nur hinguckt, findet man Pinguine. Erst waren sie gar nicht so ersichtlich, weil sie sich doch irgendwie so ein bisschen mit den ganzen Steinen tarnen. Aber ja, desto näher man kommt, desto mehr sieht man auf jeden Fall. Es gibt hier einen Steg. Ab der Hälfte des Steges zahlt ihr Eintritt. Nicht viel, das sind knapp 2 Euro pro Person, ein bisschen weniger. Aber vorher seht ihr auch schon super viele Pinguine und auch wirklich viele Pinguine auf einem Fleck. Wir hatten Glück und direkt am Steg waren Pinguine ganz nah. Es war richtig toll. Also haltet auf jeden Fall hier an, wenn ihr an der Garden Route entlang fahrt. Uns hat die Garden Route so gefallen. Wenn ihr in Südafrika seid und wenn ihr hier im Süden seid, dann fahrt auf jeden Fall von Port Elizabeth bis Kapstadt. Denn das ist so schön. Euch erwarten so viele tolle Strände und super viele Highlights. Was war dein Highlight? Also ich finde irgendwie Hermanus, das ist so ein ganz kleines, nettes Städtchen. Das ist super schön gewesen. Und zur Saison kann man da halt auch super viele Wale wohl sehen. Jetzt haben wir die Saison gerade verpasst, sodass es halt ab und zu vielleicht mal ein Wal da zu sehen ist. Aber wir haben leider keinen gesehen. Aber das ist echt ein nettes kleines Städtchen. Definitiv. Was mein Highlight war und wo wir dann Wale gesehen haben, war das Wapak Nature Reserve. Dort haben wir Robben gesehen, Delfine, Wale. Wir haben so viele Tiere dort gesehen. Es ist richtig, richtig toll. Also macht auf jeden Fall die Garden Route. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr uns unterstützen möchtet, dann gebt uns gern einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal für noch mehr Reisecontent und schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon die Garden Route gemacht habt oder ob ihr die noch machen möchtet.